Carmen Winberg, geboren 27. Januar 1976 in Eschweiler, wohnhaft in Dachau, ledig Prostituierte. Edelprostituierte. Aber seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, übe ich diesen Beruf nicht mehr aus. Ich kellnere jetzt. In einem Brief, den die Angeklagte am 21. Februar 2009 Roman Nosek zukommen ließ, forderte sie von diesem 20.000 Euro. Sollte Roman Nosek nicht zahlen, würde sie dessen Ehefrau von der heimlichen Affäre mit ihr berichten. Zur Bekräftigung ihrer Forderung hatte sie ein am 14. Februar 2009 um 14.30 Uhr heimlich aufgenommenes Foto beigelegt, welches sie und Roman Nosek beim Liebesspiel in ihrer Wohnung zeigte. Roman Nosek ließ sich jedoch auf die Forderung nicht ein, sondern beichtete seiner Frau die Affäre und erstattete Anzeige gegen die Angeklagte. Die Angeklagte wird somit der versuchten Erpressung in Tateinheit mit Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen beschuldigt, strafbar gemäß § 201a Absatz 1. Frau Winberg, Sie haben die Anklage gehört, wollen sich dazu äußern? Ich möchte eigentlich nur noch eins zu dieser Sache sagen, und zwar, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich wie mit Roman. Er hätte mich und mein Kind akzeptiert, wir hätten eine kleine Familie werden können, ich liebe ihn. Warum hätte ich mir das bitte mit so einer dummen Erpressung kaputt machen sollen? Weil Sie Geld gebraucht haben. Quatsch! Mir ist es noch nie in meinem Leben so gut gegangen wie zu diesem Zeitpunkt. Und ja, ich bin anschaffen gegangen, aber deswegen bin ich noch lange keine Erpresserin. Und dürfte ich dann zu meinem Anwalt zurückgehen? Wenn Sie sich nicht weiter äußern wollen, oder? Habe ich das richtig verstanden, Robert? Dann ist es Ihr gutes Recht. Klar, dann setze ich darüber. Okay, danke. Ja, und wir treten in die Beweisaufnahme ein. Hören wir uns den ersten Zeugen an. Roman Nosek, bitte. Geht's, Frau Winberg? Okay. Vorsichtig Platz, ne? Okay. Herr Nosek, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen natürlich, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Roman Nosek, 38 Jahre alt. Sie wohnen in Dachau, verheiratet, sind Inhaber einer Spielzeugfabrik. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Nein, bin ich nicht, aber ich muss vorausschicken, dass ich im Februar eine 4-wöchige Beziehung mit ihr hatte. Und Sie wissen, worum es heute geht. Klar, der Angeklagte wird vorgeworfen, sie soll versucht haben, sie mit intimen, gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen geschossenen Fotos zu erpressen. Auf jeden Fall gegen meinen Willen, und ich bin auch wahnsinnig enttäuscht und sauer darüber. Und vor allem, als ich sie kennengelernt habe, habe ich mich natürlich in sie verliebt, ohne eigentlich zu merken, dass ich in mein Unglück reinrenne. Damals war mir das auch egal, dass sie schwanger war von einem anderen. Ja, auch das hätte ich in Kauf genommen. Ich habe wirklich geglaubt, okay, man kann eine neue Beziehung oder eine feste Beziehung eingehen. Aber Roman, du weißt, meine Gefühle für dich sind echt. Und ich habe nichts mit diesem Erpresserbrief zu tun. Hör mal doch auf, ich glaube dir wirklich kein einziges Wort mehr. Ich glaube, du warst einzig und allein auf mein Geld aus. Ja? Und dieser perfide Plan von unserem Kennenlernen bis zu diesem Erpresserbrief, hast du eiskalt durchgezogen. Da war kein Plan. Wie haben Sie denn die Frau Winberg kennengelernt? Das war damals in Dachau, in der Konditorei ihrer Tante. Dort jobbte sie als Aushilfskellnerin. Ja, und wie es der Zufall so wollte, irgendwann landete eine Schwarzwälder Kirschtorte vor meinen Füßen. Und naja, ich habe den Horst gemacht und habe dann auch noch geholfen, sauber zu machen. Ja, aber es ist halt einfach passiert, das Ding ist mir runtergefallen. Natürlich. Und Sie haben sich auch rein zufällig in den reichsten Mann im Umkreis verliebt, der? Auf den ersten Blick? Ja. Wissen Sie was, das klingt für mich wie ein Märchen. Und das ist es auch, Frau Winberg. Es ist kein Märchen. Ich erzähle Ihnen jetzt mal meine Variante. Sie brauchten dringend Geld. Und bei Ihrer Suche nach einer neuen Einnahmequelle sind Sie auf Roman Nosek gestoßen. Und da dachten Sie sich, ach, das ist ja wunderbar. Er lebt in der gleichen Heimatstadt wie meine Tante, Stammkunde in ihrer Konditorei. Nein! Dem ist nicht so. Ich kannte Roman doch bis dato noch nicht mal. Ich wusste nicht, dass er eine Spielzeugfabrik hat und oder ich wusste nicht, dass er reich ist. Sie kannten auch nicht sein Bild aus der Zeitung. Nein. Das ist aber ausgesprochen ungewöhnlich, weil ausgerechnet in diesem Zeitraum sein Bild ständig in der Presse war, aufgrund der Benefizveranstaltung seiner Firma. Ja, ist ja ganz schön, aber erstens Sie lesen keine lese Zeitung ich keine Zeitung. Ja. Richtig. Und zweitens war ich zu der Zeit ganz anders beschäftigt. Ich meine, schwanger, alleine, dann der Umzug. Ich hatte keine Zeit und ich wusste wirklich nichts davon. Also, das mag sich ja jetzt alles ja wirklich ganz glaubhaft anhören, aber nach meiner Erfahrung, glauben Sie bitte mal kein Wort. Aber ich sag doch die Wahrheit. Was willst du? Also. Ja,
ja, ich kenne diese Geschichte. Ja, diese Geschichte von der verlassenen, armen, schwangeren Frau, die jetzt versucht, durch das grausame Leben, was hinter ihr liegt, ja, als Aushilfskellnerin eine neue Existenz sich aufzubauen. Ja, das habe ich lang genug mir angehört. Das heißt, alles... die Angeklagte hat Ihnen nicht gesagt, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat? Nein, nicht mit einem Wort. Ja, aber können Sie das nicht verstehen? Meine Mandantin hatte einfach Angst vor Ihrer Reaktion. Ach. Weil Sie ihr wichtig waren und es auch immer noch sind. Und genauso ist es. Richtig. Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Entschuldige mal bitte, dann frage ich mich, warum du nicht von Anfang an Tacheles gesprochen hast, ja, mir die Wahrheit gesagt hast. Dann würden wir wahrscheinlich hier gar nicht sitzen. Das konnte ich nicht. Denn vor dem Umzug habe ich meiner Tante versprochen, kein Wort über meine Vergangenheit zu verlieren. Ich musste es verheimlichen. Naja, wenn Sie jetzt schon so ins Erzählen kommen, wollen Sie uns offensichtlich doch einiges erklären. Dann erklären Sie uns doch zuallererst mal, wie kam es dazu, dass Sie nach Dachau gezogen sind? Das ist, weil in München ging alles im Bach runter. Ich stand da, schwanger, alleine und ich dachte, ich gehe jetzt zu meiner Tante und also ich muss mir was einfallen lassen, wie das weitergehen soll. Was war mit dem Vater Ihres Babys? Klaus, das ist mein Ex. Das war eigentlich alles nur ein Unfall, denn bei meinen Kunden habe ich immer Gummis hergenommen, allerdings bei Klaus habe ich mich auf die Spirale verlassen und ja, schwupps, war ich schwanger. Und Klaus wollte nie Kinder. Ich jedoch war absolut gegen die Abtreibung. Und damit hatte sich das Ding zwischen uns komplett erledigt. Aber ich wollte mit Kind im Bauch einfach nicht weiterarbeiten. Und naja, dann musste ich mir halt eine Alternative einfallen lassen. Genau, nach einem gut betuchten Geschäftsmann zu suchen, den Sie erpressen konnten. Nein, so war das nicht. Aber meine Tante hat halt jemanden für ihr Geschäft gesucht, der ihr hilft. Der ab und zu mal zur Hand geht und im Laden mal ein Auge auf alles wirft, so. Und da dachte ich mir, okay, dann gehe ich da hin und hilf ihr ein bisschen und bringe in aller Ruhe mein Kind zur Welt. Schöne Geschichte. Sagen Sie, Frau Winneberg, wie viel haben Sie denn eigentlich vorher pro Nacht als Edelprostituierte verdient? Ja, 500 Euro. 500 Euro? Ja. Nicht schlecht. Und dann wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, dass Sie nach Dachau in eine bescheidene Einliegerwohnung gezogen sind, um dort nach dem Sinn des Lebens zu suchen? Ja, und? Es sollte ja auch nicht für immer so bleiben. Niemals. Ich nehme Ihnen das niemals ab. Sie mussten doch schließlich auch für Ihren 16-jährigen Sohn Maurice sorgen. Hey, du ziehst am besten gleich wieder alleine, Klaus, und haust ab in deine Muckibude. Du hast Mama schon genug angetan. Sag mal, was fällt denn dir endlich ein, hä? Kleiner, hör mal, Maurice, ich hab deiner Mutter nichts getan. Der hat sich doch die Suppe selber eingebrockt, das geldgeile Stück. Hör auch so bei meiner Mutter zu reden. Ist ja niedlich, wie der Kleine sich um seine Mami kümmert, was? Hör mal, es geschieht dir ganz recht, dass der Nosse sich angezeigt hat, ja? Denn der hat sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Mama hat Roman nicht erpresst. Sie liebt ihn. Und du glaubst auch noch an den Osterhasen, ja? Tut mir leid, mein Junge, ja? Aber früher oder später musst du mal die Wahrheit über deine Mutter erkennen. Sag mal, was soll denn das werden, hä? Ein Zwergenaufstand, oder was? Verpiss dich doch. Naja, da wäre ja dann wahrscheinlich ich wahrscheinlich mit diesem alten Erpresserbrief eingesprungen. Ich war ganz schön fertig, wo ich diesen Brief in den Händen gehalten habe und dann aufgefordert wurde, 20.000 Euro zu zahlen. Wann war das genau? Das war am 21. Februar. Meine Frau hat diesen Brief mit der Annenpost auf meinen Schreibtisch gelegt. Das ist bei uns so Usus. Ich habe diesen Erpresserbrief auch hier vorliegen. Auf dem Umschlag, da steht nur Ihr Vorname. Der ist zwar mit Hand geschrieben, aber laut Sachverständigen reicht das nicht aus, um im Wege eines schriftvergleichenden Sachverständigengutachtens festzustellen, ob das hier von der Angeklagten geschrieben worden ist. Der Brief selbst, der ist eine Kopie eines Schreibens, welches laut Gutachten der KTU eindeutig auf der Schreibmaschine der Angeklagten geschrieben worden ist. Wunderbar. Ich lese den Brief hier mal vor. Hier ein Andenken an unsere unvergesslichen Stunden, mein Schatz. Ich habe noch mehr und noch interessante Bilder in meinem Repertoire. Du erinnerst dich sicher. Wenn du nicht willst, dass deine Frau von unseren Schäferstündchen erfährt, dann zahlst du 20.000 Euro in bar an mich und bringst das Geld nächsten Montag um 17 Uhr zum Vogelhäuschen am Kinderspielplatz im Münchner Hubertuspark. Und diesem Brief lag zusätzlich noch dieses Foto bei. Ja. Den Raum kenne ich, das ist... das Schlafzimmer von Carmen in ihrer Einliegerwohnung. Wissen Sie, wann dieses Foto von Ihnen beiden entstanden ist? Das muss der 14. Februar gewesen sein. Also der Valentinstag? Ja, im Hintergrund sieht man noch die Blumen und die nicht ausgepackte Kette, die ich hier mitgebracht habe. Können Sie auch ungefähr die Uhrzeit ausmalen? Ich schätze, es war so gegen 2:30. Ich bin um kurz nach 2, viertel nach 2 bei Carmen angekommen. Und wie gesagt, es war Valentinstag. An sich wollte ich ihr eine Freude machen, wollte sie verwöhnen, es ihr gut gehen lassen. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich dann mit solchen Fotos dann belohnt werde. Aber Roman, hallo?
ich wusste auch nichts von diesem Bild. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Ich war genauso überrascht wie du. Also laut Gutachten der KTU ist dieses Foto vom Fenster ausgeschossen worden. Ja, und ich gehe davon aus, dass die Angeklagte die Kamera zwischen die Blumen auf dem Fensterbrett gestellt und den Selbstauslöser aktiviert bzw. eingestellt hat. Und ich gehe davon aus, Frau Staatsanwältin, dass dieses Foto jemand ganz anderes geknipst hat. Von jemandem, der sich von außen dem Schlafzimmerfenster genähert hat. Es konnte ja nicht festgestellt werden von dem KTU, ob der Fotoapparat im Zimmer stand oder ob durch das geschlossene Fenster hindurch fotografiert wurde. Herr Nossek, die Frau Winberg, die hat genauso wenig wie Sie gemerkt, dass sie fotografiert wurde. Ich bitte Sie, wer schleicht denn um die Uhrzeit durch den Garten, stellt sich vor ein Fenster und macht ein Foto? Das kann ich Ihnen sagen. Na, da Ihre eifersüchtige Ehefrau, die ihre Affäre spitz gekriegt hatte. Das ist nur wirklich bei den Haaren herbeigezogen. Meine Frau hatte nur wirklich gar keine Ahnung von dieser Affäre. Die hat sie erst durch mich erfahren. Wann hat sie doch sie erfahren? Das war am gleichen Tag, als ich ihn bekommen habe. Den Brief? Den Brief, ja. Ich habe ihn ihr gezeigt und habe ihr doch noch alles gebeichtet. Wie hat denn Ihre Frau reagiert, als Sie ihr diese Affäre gebeichtet haben? Mensch, ja, sie war fertig, hat mir eine Szene gemacht, mit Recht. Mich angeschrien und naja gut, danach hatten wir dann ein sehr langes und ernstes Gespräch. Ja, aber das hat Ihre Frau doch Ihnen nur erfolgreich vorgetäuscht. Na, also ganz bestimmt nicht. Ich kenne meine Frau nun wirklich sehr, sehr gut. Und da hat sie nicht gespielt. Sie wusste bis dato nichts von dieser Affäre. Ihre Frau, die hatte ihre Affäre spitz bekommen. Sie hat sie beobachtet und da ganz klar mitbekommen, wie verliebt sie waren. Sie wollte ihre Konkurrentin loswerden und da konnte sie sich doch ganz gut ausmalen, dass sie sich auf der Stelle von meiner Mandantin trennen würden, wenn sie davon ausgehen würden, dass sie sie erpresst. Also wie gesagt, wenn Sie meine Frau kennen würden, ja, dann würden Sie feststellen, was für ein Unfug das ist, was Sie da behaupten. Also für mich kommt als Täterin nur die Angeklagte in Frage. Immerhin war es jahrelang ihr Job, als Edelprostituierte reiche Männer aufs Kreuz zu legen. Frau Staatsanwältin, bitte, das geht ja. Ja. Zu weit. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, aber von der Formulierung her. Ja, ja, und das ist klar, dass Sie jetzt mit solchen Klischees hier aufwarten müssen, ne? Aber ich sag Ihnen mal was, da stehe ich drüber. Mhm. Ich habe nämlich meine Steuern genauso bezahlt wie Sie. Und ich habe nicht irgendwelche Männer über den Tisch gezogen oder sonst irgendwie Geld abgezockt. Das lief alles so, wie es bei anderen Prostituierten auch läuft. Das sieht der Ex-Freund Herr Edwin aber ein bisschen anders. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was für interessante Details er uns diesbezüglich später erzählen wird. Ja, der. Fragen noch an Herrn Nossek. Herr Nossek, danke schön. Sie dürfen hinten Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Dann machen wir mit dem Klaus Edwin bitte weiter. Herr Edwin, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Dass man vor Gericht die Wahrheit sagen muss, das hat sich sicherlich rumgesprochen. Und wer das nicht tut, der macht sich natürlich strafbar. Ja, klar. Sie heißen Klaus Edwin, 40 Jahre. Nehmen Sie nur Platz. Klaus Edwin, 40 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Inhaber eines Fitnessstudios. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten? Nein, aber ich war ca. 4 Monate mit ihr zusammen, als sie noch in München gewohnt hat und anschaffen gegangen ist. Herr Edwin, wir sind heute hier, weil die Angeklagte versucht haben soll, den Herrn Nossek, mit dem sie im Februar diesen Jahres eine Affäre hatte, mit einem heimlich aufgenommenen Sexfoto um 20.000 Euro zu erpressen. Das sieht ja der kleinen Schlampe wieder mal ähnlich. Der hat die Affäre mit dem Nossek ja geplant. Also jetzt mal ganz langsam. Erstens keine Beleidigung, zweitens gibt es keinen Grund, bei dem Zeugen Nossek den Herrn zu unterschlagen. Da hat er ganz recht. Haben wir uns da verstanden gleich mal. Sie sollten sich wirklich mal überlegen, was Sie für eine Figur hier abgeben, Herr Edwin. Und Sie sollten sich schämen, dass Sie so wenig Respekt vor der Mutter Ihres ungeborenen Kindes haben. Na ja, meinen Sie? Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wozu die fähig ist. Sie kennen die Angeklagte ja sehr gut, weil Sie eine Beziehung mit ihr hatten. Können Sie uns etwas über Ihre Einstellung zu Geld sagen? Geld? Geld ist für die das Allerwichtigste. Die kennt doch alle Tricks, um die reichen Typen abzuzocken. Ja, können Sie es mal ein bisschen konkreter beschreiben? Der zum Beispiel im Internet recherchiert, wo in der Stadt eine neue exklusive Bar aufmacht und wo die reichen Typen abklappern kann. Oder die ganzen Hotels, die Hotelboys geschmiert, dass sie erfährt, wo die ausländischen reichen Geschäftsleute absteigen. Hey. Das Beste ist Madame gut genug, stopp, ja? Stopp, jetzt krieg dich mal wieder ein. Ich gebe ja zu, dass ich ganz schön auf Zack war, was meine Kundschaft und neue Kundschaft betrifft. Der Markt ist ja auch heiß umkämpft und die Konkurrenz schläft nicht. Aber was willst du? Jetzt hör doch auf, alles runterzuspielen. Ich sage Ihnen eines, die geht für Geld über Leichen. Designertäschchen hier, Pelzmäntelchen da. Ach, das Beste ist doch nur gut genug für dich gewesen. Ich glaub's ja nicht. Bis dahin hat's dich auch nicht gestört, dass ich einen Haufen Geld nach Hause gebracht habe. Ich meine, du hast hier eine Lederjacke und da Armbanduhren. Hat dir doch gefallen, oder nicht? Ja, gut, lass mal das doch bitte mal, ja? Kommen Sie ein bisschen runter wieder. Ja, tut mir leid, aber
Hören Sie mal, die ist so, wie ich Ihnen sage. Die ist daran schuld, die ist schuldig. Die hat den Nossek erpresst. Herr Nossek. Was macht sie denn da so sicher? Herr Nossek, Entschuldigung. Was macht sie denn da so sicher? Ach, der hat doch von dieser Idee schon lange gesprochen. Da war sie noch mit mir zusammen. Was hat sie denn da genau gesagt? Na ja, die ist eines Tages nach Hause gekommen und hat zu mir gesagt, Klausi, weißt du eigentlich, dass 80% meiner Kunden verheiratet sind? Da muss man doch irgendwas machen können finanziell. Den muss man doch irgendwie abgreifen können. Ja? Ich glaube, Vogel, das waren doch deine Worte. Jetzt hör doch auf. Mach hier nicht so eine Story. Das waren deine Worte. Und ich kann da überhaupt nichts dafür. Du versuchst nur auf eine ganz miese Art und Weise, mich fertig zu machen hier. Jetzt werden Sie ja plötzlich doch nervös, Frau Wimberg. Da fängt die Fassade wohl ein bisschen an zu bröckeln, oder? Wenn der Ex-Freund aufdeckt, dass die Erpressung von ganz langer Hand geplant war. Alles in Ordnung bei Ihnen, Frau Wimberg. Ja, es geht schon. Also, danke. Wenn Sie irgendwie Probleme haben, dann sagen Sie es bitte sofort. Ja? Ja. Geben Sie mir einen Wink. Ja? Okay. Gut, Herr Edwin, hat die Angeklagte Ihnen gegenüber jemals konkret formuliert, dass sie eine Erpressung plant? Ja, nicht so direkt. Aber das hätte sie mir auch nie gesagt. Die ist doch viel zu gerissen dafür. Aber als ich dann gehört habe von dieser heruntergefallenen Torte und wie sie den Nosse kennengelernt hat, ja, da habe ich alles gewusst. Da ist es mir gedämmert. Eine gute Schauspielerin ist sie ja. Die geht ja für über Leichen. Naja, Sie geben aber auch eine ziemlich gute Show ab. Wir wissen doch beide, warum Sie hier mit allen Mitteln versuchen, meine Mandantin mit Dreck zu bewerfen. Weil Sie von ihr sitzen gelassen worden sind. So ein Schwachsinn. Bin doch froh, dass ich die los bin. Bei der ist doch alles gespielt, alle Gefühle. Genauso wie beim Herrn Nosek. Herr Edwin, jetzt ein bisschen unterkommen wieder. Denken Sie sich nichts. Der hat sich nicht im Griff. Klaus rastet ständig aus. Das ist einer der Gründe, warum ich mich von ihm getrennt habe. Noch Fragen? Keine. Keine, danke. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Imke Nosek, bitte. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Nosek, guten Tag. Kommen Sie einfach mal nach vorne. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie natürlich hier die Wahrheit sagen müssen. Und Sie wissen auch, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Natürlich. Sie heißen Imke Nosek, 29 Jahre alt. Sie wohnen in Dachau, Sie sind verheiratet, Werbekauffrau, verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Nein, Sie nicht. Ganz bestimmt nicht. Sie wissen ja, dass Ihr Mann am 21. Februar diesen Erpresserbrief hier erhalten hat und die Angeklagte soll mit einem intimen Foto versucht haben, ihren Mann um 20.000 Euro zu erpressen. Ja, ich weiß das. Ich habe diesen Brief ja selbst noch aus der Post geholt und dann meinem Mann, meinem noch Ehemann, auf den Schreibtisch gelegt. Wann haben Sie den Briefkasten denn geleert? Gegen 11:30 Uhr war ja dann der Postbote schon meist da. Ja. Wobei dieser Brief scheint ja nicht mit der Post gekommen zu sein. Da ist weder eine vollständige Adresse drauf, noch ist er frankiert. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Person den Brief persönlich eingeworfen hat. Warum? Weil ich diese Person gesehen habe. Die ist bei uns am Garten vorbeigelaufen und muss dementsprechend vorher am Postkasten gewesen sein. Das kann überhaupt nicht sein. Ich war noch nicht mal in der Nähe Ihres Hauses. Ich weiß aber, was ich gesehen habe. Ich habe gewöhnlich meine Einkaufstüten am Küchentisch ausgepackt, aus dem Fenster geschaut und dann habe ich diese Person da gesehen. Sie können meine Mandantin aber nicht gesehen haben. Sie hat ein Alibi für diese Zeit. Ich habe sie aber gesehen, ich weiß es doch. Dazu kommt noch, dass Sabrina Vogt die Alibi-Zeugin der Angeklagten, ihre Freundin und Arbeitskollegin, oder soll ich sagen Ex-Arbeitskollegin ist. Ihre Aussage und ihr Alibi ist damit überhaupt nicht glaubwürdig. Richtig. Und genau diese Vogt geht genauso anschaffen wie diese hier Frau Winnenberg. Und solchen Leuten kann man doch sowieso nichts glauben. Ja, das ist klar, ne? Naja, so pauschal das können Sie es ist nicht sagen. Klar. Prostituierte lügen immer und Ehefrauen sagen immer schön brav die Wahrheit. Hm? Aber in diesem Fall ist es genau umgekehrt. Das ist das Problem. Frau Nosek, haben Sie die Angeklagte vorher auch schon mal gesehen? Nein. Diese Angeklagte habe ich vorher nicht gesehen. Das erste Mal an dem Vormittag und ja, das zweite Mal dann auf diesem hübschen Foto, was Sie da vorne liegen haben. Das Ganze mit dem Erpresserbrief, das erzählen Sie mir jetzt bitte mal ganz schön in allen Einzelheiten. Ich habe Roman, meinen noch Ehemann, wie gewöhnlich zum Essen holen wollen. Und der saß am Schreibtisch und hat wie versteinert auf dieses Foto geschaut. Hat Ihr Mann Sie gleich eingeweiht? Ja, er hat mich gebeten, dass ich mich zu ihm setze und hat mir dann auch alles gebeichtet. Ich habe ihn noch nie so fertig gesehen. Er war völlig verstört und er hat mir auch erzählt, dass diese Frau die größte Lüge und der größte Fehler seines Lebens war. Und als ich den ersten Schock dann verdaut hatte, habe ich mir das Foto angeschaut und habe Roman dann erzählt, dass ich die Frau vom Vormittag kenne und gesehen habe. Das gehörte alles zu Ihrem Plan, nicht wahr, Frau Nosek? In Wirklichkeit wussten Sie doch schon längst vorher über die Affäre Ihres Mannes Bescheid. Was reden Sie denn da? Sind Sie wahnsinnig? Ich denke schon, dass es so ist.
Und deshalb haben Sie sich auch diese ganze Geschichte mit der Erpressung ausgedacht. Sie wollten einen Keil zwischen Ihren Mann und meine Mandantin treiben. Ich habe nirgendwo einen Keil zwischengetrieben, weil ich davon ja überhaupt nichts gewusst habe. Abgesehen davon, da schreibe ich auch keine Erpresserbriefe. Das versuchen Sie uns doch jetzt hier nur vorzumachen. In Wahrheit hatten Sie die ganze Zeit schon Bescheid gewusst von der Affäre. Und Sie hatten die ganze Zeit sich bemüht, Ihren Mann zurückzugewinnen. Sie stecken hinter diesem Foto am Valentinstag. So ist es doch. Sie haben sich überlegt, dass Ihr Mann menschlich derart enttäuscht sein würde, wenn er denkt, dass er von Frau Winberg erpresst wird, dass er sie auf der Stelle und für immer verlassen wird. Das ist absoluter Blödsinn. Ich habe davon nichts gewusst. Ich schleiche meinen Mann doch nicht hinterher wie ein Paparazzi. Abgesehen davon war ich an dem Tag, als dieses Foto entstanden ist, überhaupt nicht da. Wo waren Sie denn am 14. Februar, so 14.30 Uhr? Ich war beim Walking, wie jeden Samstagmittag. Und das können Ihnen die 7 Frauen auch bestätigen, die dabei waren. Sie können doch ganz genauso gut jemanden beauftragt haben, dieses Foto zu schießen. Zum Beispiel einen Privatdetektiv. Jetzt hören Sie doch auf. Ich habe doch niemanden engagiert. Ich habe davon nichts gewusst. Lassen Sie sich nicht beirren, Frau Nossek. Der Herr Verteidiger versucht hier nur von Dingen abzulenken, die glasklar auf der Hand liegen. Ich meine, allein die Tatsache, dass der Erpresserbrief auf der Schreibmaschine der Angeklagten geschrieben wurde, beweist doch, dass sie die Täterin ist. Mhm. Ja. Also, es gibt tatsächlich ein Gutachten. Demnach wurde es Erpresserschreiben im Original auf der Schreibmaschine von Frau Winberg getippt. Das konnte anhand eines kleinen Fehlers im Schriftbild nachvollzogen werden. Das verstehe ich auch nicht, denn die Schreibmaschine habe ich noch von meiner Mutter. Also die ist uralt. Und da habe ich das letzte Mal, mein Gott, da habe ich einen Antrag drauf geschrieben. Aber mit Sicherheit keinen Erpresserbrief. Ich kann mir schon erklären, warum dieser Erpresserbrief auf Ihrer Schreibmaschine geschrieben worden ist. Jemand wollte den Verdacht auf Sie lenken. Ja. Und ich denke, dass dieser jemand Frau Nossek ist. Frau Nossek hat sich heimlich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft. Klar. Sie hatten ja den Zweitschlüssel. Hm? Bitte schön. Ihr Ehemann hatte den Zweitschlüssel zu der Wohnung meiner Mandantin. Den haben Sie sich besorgt und sind damit in die Wohnung meiner Mandantin eingedrungen. Unsinn, absoluter Blödsinn. Moment, Herr Nossek. Nochmal, Sie müssen auch die Wahrheit hier sagen. Sie müssen aber auch niemanden belasten aus der Verwandtschaft oder zum Beispiel Ihr Ehefrau. Haben Sie so einen Schlüssel? Ich hatte so einen Schlüssel, ja. Während unserer Beziehung hatte ich so einen Schlüssel bei mir zu Hause im Sekretär. Allerdings waren da noch andere Schlüssel und dieser Schlüssel, der war nun wirklich völlig blank. Da war nicht mal ein Schild dran. Also deswegen, woher sollte bitte meine Frau wissen, wo dieser Schlüssel zu welcher Tür oder Wohnung der passt? Also ich bitte Sie, Herr Nossek, eifersüchtige Ehefrauen, die Angst haben, ihre Männer zu verlieren, die sind wirklich sehr auf Draht. Mehr als viele Männer denken. Ach, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Herr Kollege, ich sehe ja nur eine einzige Frau, die hier auf Draht war. Und das war die Angeklagte mit ihrem strikten Plan, sich den reichsten Mann der Umgebung zu suchen und ihn anschließend auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Und ich weiß nicht, wie oft ich Ihnen das noch sagen soll, Frau Staatsanwältin. Meine Mandantin hat ein Alibi für die Zeit, in der Frau Nossek sie an dem Grundstück gesehen haben will. Frau Nossek ist hier die Lügnerin. Wir werden ja gleich sehen, was von diesem dubiosen Alibi noch übrig bleibt, weil ich der Freundin der Angeklagten erstmal ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe. Lassen wir doch mal die Mutmaßungen, die Frau Vogt, die hören wir gleich als Zeugin, als nächste Zeugin, und da können wir uns selbst ein Bild machen. Ja. Entschuldigung, ich muss Sie unterbrechen. Ich habe tierische Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe Schmerzen, das zieht, das... Ich werde wahnsinnig. Ich muss eine Pause machen, ne? Ja, Holti, ich bräuchte dringend einen Arzt bitte in den großen Sitzungssaal. Bei mir in der Verhandlung, hier ist eine Angeklagte, die ist im 7. Monat schwanger und die hat ein starkes Ziehen im Bauch. Also ich möchte da kein Risiko eingehen. Okay, und gleich kommt... Ja, das ist nett, dankeschön. Also, der Landgerichtsarzt, der wird gleich hier sein. Frau Winberg, möchten Sie sich so lange mal hinlegen? Oh ja, ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ja. Gut. Gibt es denn noch Fragen an die Frau Nossek? Ich habe keine Fragen mehr. An den Herrn Nossek im Moment auch nicht. Dann bleiben beide unvereidigt. Nehmt doch gerade mal hinten Platz, bitteschön. Und ja, ich würde sagen, wir unterbrechen dann einfach mal, bis der Arzt da ist. Ja? Mhm. So geht der Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Okay.